Das geht auf mich nicht. Почему? Ich... Geh, pero cállate, ja, pero se me quede invite, pero chata, tranquila, tranquila, eh. Hostia, que tía. Oye, pero mírame, ¿no ves que tengo pasta y me gusta invitarte? Ala, venga, vamos a beber, que la vida es breve. Venga, toma, calla, a beber. Ala, salud. Yo, España, yo, española. Querida. Española, sí, querida. Espera, mira, cuidado, ¿eh? Arriba, abajo, al centro, pa' dentro. Ist mit unbekanntem Ziel verreist und sie hat vermutlich eine Pistole bei sich. Von wem wissen wir das? Der Anruf kam von ihrem Verwalter, Franz Zick. Er hat hier angerufen, nachdem er festgestellt hat, dass im Hause Halter eine Waffe fehlt. Deine Frau wird es ja wohl nicht sein. Ach, Herr Bergmann. Das soll vorkommen, sogar in den besten Kreis. Ausgeschlossen. Das würde ich spüren. Frau Baronin, freut mich sehr. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. So, ich habe mir Ihre Unterlagen jetzt noch mal genau angesehen. Er kann doch keine Unterhaltsforderungen stellen, oder? Doch, kann er. Aber da war doch nie was. Er hat nie irgendwelche Probleme gehabt. Der Scheißkerl, er hat es die ganze Zeit nur auf mein Geld abgesehen. Ja, aber er war doch schon zweimal verheiratet. Und auch da hat er sich nach ein paar Monaten scheiden lassen. Ach, Sie glauben, das ist so eine richtige Masche von ihm? Aber ganz sicher. Ich kenne die beiden Damen. Sie sind auch nicht unvermögend. Das werden wir noch sehen, die Arschloch, Sie! Die Arschloch! Gehen Sie doch endlich. Sie arbeiten frei. Kann man als Sängerin davon leben? Wenn man gut ist. In meinem Beruf tut sich niemand. Was ist denn dein Beruf? Ich bin Bankdirektor. Ui. Kann man davon leben? Ich brauche immer Geld. Ich könnte ein Konto bei dir aufmachen. Darüber könnten wir reden. Wie wäre es denn mit einer professionellen Betreuung? Oh, natürlich. Was geht nicht mit dem Rollstuhl? Hast du ein Problem damit? Bitte, Vater, das Nein, ist geh und hol deine Schwester. Du weißt, dass es nicht geht. Wenn ich diesen Auftrag nicht annehme, dann bin ich raus aus dem Geschäft. Ich weiß. Irgendwie habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen. Wie findest du, dass Sophie jetzt Kickboxen macht? Manchmal frage ich mich, woher sie wohl diese Energie hat. Ach, Mama. Dass ihr euch gleich trennen musstet. Naja, vielleicht ist es ja für dich das Beste. Was macht die denn hier? Putzen. Wie bitte? Wie schnell das Glück sich doch wenden kann. Lass gut sein. Ich wollte mich heiraten, aber ich wollte nicht. Was dachten Sie? Ich bin die Opernsängerin nach Lilith. Das ist mir jetzt aber unangenehm. Wir werden öfter miteinander verwechselt. Anscheinend sehen wir uns ziemlich ähnlich. Ja, sie ist vielleicht... jünger